Viehwagen entladen, leere Viehwagen fahren. Okay. Fahren Sie die Viehwagen an die bla 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 Stelle, okay. Gucken wir mal gerade, wo wir da hinfahren müssen. Alter, ey. Okay, wir können aber einfach erstmal wieder hier vorne hinfahren. Hierhin quasi. Ohne Probleme. So. Deswegen. So. Alles klar. So, das sieht doch super aus. Ah, da können wir das ja auch hier schon machen. Gerade mal einfach, Moment. So. So. Und so. Und so. Kleinen Augenblick bitte noch. Also warte, das hier ist richtig. Moment. Also hier stehe ich. Das heißt, ich muss hier. Halt. Ich muss hier lang, hier, dann hier und dann da. Genau. Ja, so stimmt das. Dann würde ich sagen, probieren wir das mal aus. So. So. Cool, das funktioniert. Ja, und das sieht auch gut aus. Was wir hier machen. So. Hier müssen die abgekuppelt werden. So. So. Kuppeln Sie drei leere Kühlwagen und beladen Sie bei hinten Fruit und Produce an der bla bla bla. So. Gut, dann machen wir das. So. Und so. Erstmal gucken, wo wir hinfahren müssen. Auf
Dieses Gleis hier, okay. Da würde ich sagen, wir fahren einfach diesen Weg, den wir gefahren sind, nach hier vorne. Und dann von da aus, oder? Weißt du, was ich mache? Das hier ist ja alles richtig gestellt. Ich stelle das hier um und fahre dann hier lang, hier lang, hier lang und dann direkt da drauf. Obwohl, nee, so ist irgendwie, ich glaube, so ist übersichtlicher, wenn ich es einfach so zurückfahre und dann drauf. Also wir lassen es einfach erstmal so. Wir lassen es einfach erstmal so, wie es ist. So, ein bisschen langsamer fahren hier an der Stelle, weil hier sonst möglicherweise die Lokomotive entgleisen könnte. So. Das können wir schon mal umstellen. So. So. Gut, alles klar. Gucken, ob es richtig ist. So, ich mir das vorstelle hier. Ja, das ist doch prima. Jetzt können wir hier erstmal richtig Vollgas geben. Richtig, richtig Vollgas können wir jetzt geben. So. Halt, wo ist das? Oh shit. Na, was ein Glück, habe ich das nicht umgestellt. Weil sonst hätte ich hier nämlich, glaube ich, obwohl hätte dort Sinn gepasst. Stress, lass nach. Hätte ich mir eigentlich denken können, dass da noch eine Weiche ist. So. Jetzt prima. So. Also wir sollen auf das Gleis, okay. Das ist natürlich gut zu wissen, ne? Ja. Würde ich sagen, stellen wir das hier um. Zack. Und das hier steht richtig. So. Und
So. Prima. Macht da richtig Spaß hier. Das macht gerade richtig Spaß. Mhm. So. Kühlwagen laden. Mhm, mhm. Bla bla bla. Dann können wir das hier nochmal gerade aufdrehen. So. Die Sitzung muss ohne kaputte Kupplung abgeschlossen werden. Bitte versuchen Sie es erneut. War das jetzt nur eine Fehlermeldung oder? Wirklich? Ach nee, Alter. Ey Leute, Mann, wieso denn kaputte Kupplung? Ich bin doch vorsichtig dran gefahren. Das ist genau das, was ich meine. Das ist genau das, was ich meine. Was den Spielspaß einfach kaputt macht. Ich hab's schon wieder versucht und... Das ist einfach zum Kotzen. Das Spiel könnte so gut sein, aber weil man nicht speichern kann. Das nimmt halt einfach jeden Spielspaß. Jeden. Ich werde es aber wahrscheinlich trotzdem veröffentlichen. Jetzt ist mir jetzt zu blöd, ey. Ich brauche Folgen. Von diesem Kack-Game. Probieren wir halt das nochmal. Probieren wir halt das Szenario. Wenn das Spiel meint, mich wieder natzen zu müssen, weißt du. Ich verstehe es halt manchmal auch einfach nicht. Obwohl, Kühlwagen sind sehr schwer. Oh Mann, ich hätte vorsichtiger dran fahren müssen. Warum gehe ich überhaupt das Risiko ein und fahre dann mit 6 Meilen dran? Das funktioniert bei manchen Wagen, aber nicht bei jedem. 2 Meilen dran fahren ist immer das Beste. Und warum habe ich das nicht gemacht? Weil ich doof bin. Oh Mann, Leute. Naja, wir gucken mal, was das Szenario zu bieten hat. Hoffen haben wir mal, dass es was zu bieten hat. Ja. FPS schwanken hin und her. Mhm, mhm. Ja. Passiert hier noch was oder nicht? Wo ich sagen muss, beim Laden ist dieses Spiel noch nie abgestürzt. Mhm. Fahren Sie nach Tourmont. Ach, weißt du was? Bravo-Modus ist sowas von für Pussys. Jetzt geht's hier ab. Cool. Bei diesem Szenario muss ich mich nicht um Kohle oder irgendwas kümmern. Das ist natürlich sehr freundlich. Okay, das, was ich hier gerade fabriziert habe, ist nicht so gut. Also langsam. Los geht's.
Das ist ja gerade Feinstarbeit, diesen Zug ins Laufen zu bekommen. Komm, schaffst du. Mach jetzt. So. Pass auf. Was hältst du davon? Auch nichts. Okay. Das ist jetzt hier aber ganz schön kniffelig. Weißt du was?